Viele fragen sich, wie Fliegen so billig sein kann. Günstiger als zum Beispiel die Bahn. Spätestens seit dem Aufstieg der Billig-Airlines beklagen viele Klimaschützer die umweltschädlichen Flugticketpreise. Denn mit keinem anderen Transportmittel verbraucht man pro Person und pro Kilometer mehr CO2. Wir fliegen heute so viel wie noch nie zuvor. Trotzdem macht der Flugverkehr nur etwa 3% unserer Emissionen aus. Das Billigfliegen begann bereits 1977. Laker Airways hat als erste Airline Discountflüge angeboten, bei denen etwa der Boardservice weggelassen wurde. Die Idee war neu. Look, I've got to give you a better deal. I've got my name on every plane. Aber offenbar war die Zeit noch nicht bereit dafür. Denn kurz darauf flog die Airline in Konkurs. Die irische Ryanair startet mit demselben Konzept Anfang der 90er durch. Sie bietet internationale Flüge um nur wenige Euro an und wird so zum zweitgrößten Billigflieger weltweit. Das hat auch deswegen funktioniert, weil die EU zu diesem Zeitpunkt den Flugmarkt liberalisiert hat. Davor war das Geschäft mit dem Fliegen stark reguliert. Neue Airlines konnten so durchstarten und der Preiskampf war eröffnet. Zum Vergleich, für die Bahn wurde so eine EU-Richtlinie 9 Jahre später verabschiedet. Billigere Tickets sind unter anderem auch deswegen möglich, weil die internationale Luftfahrt gefördert wird. Und das schon seit den 1940er Jahren. Auf internationale Flüge fällt weder eine Mineralöl- noch eine Umsatzsteuer an, während das für Lkw-, Auto- und Bahntickets schon gilt. Die Gründe dafür wurzeln in einem Abkommen von 1944. 52 Staaten haben das sogenannte Chicagoer Abkommen unterzeichnet. Darin ist vereinbart, dass Treibstoffe von jeglichen Abgaben befreit sind. Fliegen solle eben allen und nicht nur den Militärs ermöglicht werden. In den letzten Jahrzehnten hat so gut wie jedes Land der Welt eine Vielzahl weiterer Vereinbarungen getroffen. So hat etwa Österreich rund 100 bilaterale Abkommen mit anderen Ländern, die den Flugverkehr untereinander regeln. Wesentlicher Bestandteil: der Verzicht auf die Spritbesteuerung. Würde man nun das Fliegen so wie das Autofahren besteuern, müsste Österreich, so wie viele andere Länder auch, eine Vielzahl an Verträgen neu verhandeln. Das ist aber eher unwahrscheinlich. Erhöht etwa ein Land seine Steuern aufs Fliegen, könnte eine Fluglinie einfach einen anderen, ausländischen und billigeren Flughafen als Abflugspunkt wählen. Ein ökonomisches Argument mit Gewicht. Denn das Fliegen bringt dem Staat ja auch eine Menge an Einnahmen. Innerhalb Europas unterliegt das Fliegen außerdem dem Emissionshandel. Das bedeutet, der Flugverkehr muss, wie eben auch die Industrie, sogenannte Verschmutzungsrechte für ausgestoßene Emissionen kaufen. Der niedrige Preis dafür wird immer wieder kritisiert. Das Fliegen macht aber auch nur rund 3% unserer Emissionen aus. Viel weniger also als etwa Lkw oder Pkw. Jedenfalls, seit den späten 90ern gibt es immer wieder Versuche, diese Förderung fürs Fliegen zu beseitigen. Bisher sind alle gescheitert. Norwegen führte bereits 1999 eine Steuer auf Flugtreibstoffe ein. Hat sie jedoch nach 4 Monaten aufgrund des Drucks internationaler Fluggesellschaften wieder zurückgezogen. Frankreich und Deutschland versuchten beim G7-Gipfel 2005 eine Kerosinsteuer durchzusetzen. Diese scheiterte jedoch am Widerstand von den USA und Japan. Es ist also mit Vorsicht zu genießen, wenn Politiker von einer Teuerung des Fliegens sprechen. Denn die Steuervorteile für Flüge sind schwierig zu beseitigen, weil sie einerseits historisch gewachsen sind und andererseits Airlines und der Tourismus davon profitieren.